Crunch Roy, Leute, und heute kam das neue große Update in Fortnite raus. Es gibt wieder viele neue Inhalte, Map-Änderungen und neue Orte und unter anderem soll das erste Mal wirklich der Midas-Fisch zu fangen sein. Und ihr dürft dreimal raten, was wir heute versuchen werden. Wir werden noch jetzt kurz in den Itemshop reingucken. Dort gibt es nämlich das neue Verderbnispaket hier, von dem ich euch schon erzählt habe. Und bei jedem Skin kann man den Verdorbenheitsgrad von 1 bis 100 selbst einstellen, was ziemlich cool ist. Also falls ihr euch irgendwas hier gönnt, vergesst nicht die 6 Buchstaben zum Erfolg. Innerhalb von 3 Sekunden sind sie einzutragen, einfach auf Annehmen. Ich wäre euch wirklich unendlich dankbar. Wir werden heute versuchen, den Midas-Fisch zu fangen. Ich habe ja schon mehrere Streams gemacht, bei denen ich vergeblich versucht habe, den Fisch zu fangen. Ihr könnt auch ganz genau meine Sammlung hier sehen. Ich habe exakt alle Fische, bis auf die Nummer 40, den Midas-Fisch. Und wenn er heute zu fangen ist, Leute, ich höre nicht auf mit dem Video, bis ich ihn gefangen habe, wirklich. Und wir landen jetzt erstmal hier beim neuen Einkaufscenter, das ist hier neben Holy Hedges neu hinzugekommen mit dem Update. Denn wenn wir den Midas-Fisch fangen, ihr wisst ja, was der für einen Effekt hat, Leute, der wandelt unser gesamtes Inventar um in goldene Waffen. Und deswegen wäre ein bisschen blöd, wenn wir den dann fangen würden. Digga, gibt es hier überhaupt irgendwas? Jawohl, eine Kiste. Wäre ein bisschen blöd, wenn wir den fangen würden und dann irgendwie keine Waffen hätten. Und sofort sterben würden und jemand würde uns den Fisch abrippen oder so. Habe ich gar keinen Bock drauf. Deswegen, Leute, ganz easy, Alter. Looten wir erstmal ein bisschen. Und killen ihn jetzt hier irgendwo drin. Der ist nämlich hier ganz nah. Wow! Digga, der wartet in der Ecke, Digga. Auf dem Waschbecken steht drauf, Digga. Jetzt hätten wir schon mal eine goldene Pistole und eine goldene Maschinenpistole, Digga. Richtig stark. Wir müssen auch wirklich gleich gucken, dass wir die Pro-Angel bekommen. Weil mit der Pro-Angel, Leute, wisst ihr alle, Alter. Ich habe schon so viele Angel-Streams gemacht. Da ist natürlich viel einfacher da, dann einen guten Fisch zu ziehen. Die kann man ganz einfach bei der Werkbank dann upgraden. Ich kill den jetzt nur noch. Wo ist der, Mann? Da ist er doch. Da haben wir ihn. Jawohl, läuft, Leute. Alle weggeklärt. Ich nehme die auch noch mit, Alter. Was wird die wohl in Gold sein? Ich hoffe wirklich, ich kann ihn ziehen, Leute. Ich werde mit dem Video nicht aufhören. Ich werde so viele Runden zocken, bis ich den Midas-Fisch heute habe. Das verspreche ich euch wirklich. Und der beste Ort für mich persönlich, um so eine richtig dicke Angeltour zu starten, ist einfach Sweaty Sands, weil da weiß ich auch, wo die Werkbank ist. Da hat man immer Angeln. Und das wird auf jeden Fall ein guter Ort sein. Auch viele Angelspots auf jeden Fall am Start. Jetzt hoffe ich nur, hier sind nicht so viele gelandet und wollen mich jetzt irgendwie killen, weil ich will nur gechillt angeln. Und hier haben wir sie auch schon. Ah, der Ben ist hier wieder am Start. Der ist öfter da, Digga. Ich war letztes Mal schon öfter angeln die letzte Zeit und der war immer da eigentlich. So, hier eine Angel nehmen wir erstmal uns raus. Und jetzt direkt zur Werkbank. Aber Leute, das ist ja nicht gratis, ne? Das kostet ein paar Materialien. Ach, von jedem nur 100. Okay, das ist ja easy. Let's go. Ab zur Pro-Angel. Die beste Angel des Spiels haben wir jetzt schon. Und die ist sogar ja golden vorne. Das heißt, Leute, der Midas-Fisch, ich glaube, der lässt nicht lange auf sich warten. Komm, Midas. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Du wurdest vom Hai gefressen, wir wissen es alle. Aber danach hatten wir eine wunderschöne Neugeburt gehabt als, ja, Goldfisch. Komm einfach, Midas. Oh, Vendetta-Zappler. Leute, direkt am Anfang Vendetta-Zappler jetzt hier bekommen. Den kann ich mir auf jeden Fall auch noch kurz einpacken, Digga. Vielleicht, wenn irgendein Gegner in der Nähe ist, haue ich den raus. Dann sieht man den wirklich wie ein Wallhack. Das habe ich auch schon im Stream gezeigt, das ist richtig krank. Komm schon, Midas, du musst hier auch irgendwo sein. Ich weiß es doch. Der versteckt sich halt. Der will sich jetzt nicht sofort zeigen. Oh, guck mal, hier ist schon einer, Digga. Er ist hier schön am Schwimmen. Aber nicht mit mir, Digga. Hast du Midas? Zufällig. Nee, hat er nicht. Was blubbert denn hier so? Hört ihr das? Ich war's nicht. Oh, hier ist einer in der Nähe. Ich setz ihn mal ein. Vendetta. Wo ist er? Oh, ich sehe ihn schon. Aber er hat halt eine bestimmte Range, ne? Er hat halt eine bestimmte Range. Der geht jetzt nicht unendlich. Ich habe ihn konsumiert. Digga, eigentlich sollte ich den jetzt gerade voll sehen. Ich glaube irgendwie, der Vendetta war ein bisschen krank oder so. Weil, das sehe ich jetzt mal nicht, dass ich den hier durch die Wand sehe. Normalerweise klappt's, Leute. Aber bei dem hier irgendwie anscheinend nicht. Der war ein Hacker oder so. Komm, wie das? Eine Qualle. Das ist auch schon ganz nah dran, glaube ich, Alter. Die Qualle ist der Urgroßvater von Midas gewesen. Digga, ich bin hier mitten in der Zone am Angeln. In der Endzone schon fast. Und niemand juckt's irgendwie. Oh shit, die Haie kommen, Mann. Ich glaube, die haben hier Midas irgendwie. Oh shit, Digga, geh weg, geh weg. Du hast doch hier Midas. Digga, der hatte Midas. Der hatte Midas, das war der Hai, der will ihn jetzt verteidigen. Ich weiß, dass er da ist. Mach kein Auge, Digga, mach kein Auge. Okay, der muss ja irgendwo ganz in der Nähe sein. Weil es kann ja nicht sein, dass gerade der Hai kommt, Digga. Der hat sogar noch goldenen Mund, Alter. Der hat Midas verspeist, hat er den ausgespuckt. Und jetzt will er mir den goldenen Midas nicht geben, Alter. Der muss hier irgendwo sein, ich weiß es doch. Mr. Hai.
Mr. High, geben Sie mir jetzt einfach den Midas. Ich weiß, dass er hier ist. Ich weiß, dass er hier ist. Komm, 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 komm. Wow, Digga, geh mal ein bisschen beiseite, du. Midas, komm jetzt einfach. Du weißt ganz genau, wie viele Stunden ich dich schon gesucht habe. Das bringt Klicks wie Sau. Komm jetzt einfach raus, Alter. Ich habe dich jetzt lang genug gesucht. Ich meine, du weißt, dass ich da bin. Ich weiß, dass du da bist. Jetzt komm raus, Alter. Komm, Midas, komm. Trau dich doch, Digga. Trau dich doch, Digga. Hier bist du. Ich weiß es, Alter. Komm jetzt raus. Komm, komm, komm. Digga, das war dein Bruder. Ich weiß es ganz genau. Das war dein Bruder, Alter. Wie das locker, die Leute würden Creator Code wieder eintragen, wenn ich dich fangen würde. Komm jetzt raus und gönn mir einfach, Alter. Wie das, komm jetzt, Alter. Mach nicht so. Komm jetzt raus. War ganz witzig, dass du dich nicht gezeigt hast direkt. Aber jetzt komm einfach raus. Alter, ich hab Midas gefangen. Leute, Nummer 40. Ich bin die Nummer 1 meiner Freunde. Niemand hat ihn, Alter. Ich hab einfach Midas. Schaut ihn euch an, Leute. Ich hab so lange dafür geangelt, wirklich. Ich hab's noch in etlichen Solo-Runden versucht und jetzt bin ich einfach ins Kampflabor, um da die ganze Zeit zu angeln. Und wo ist er, Leute? Wo ist er? Bei der Authority. Da, wo er doch die ganze Zeit eigentlich war. Boah, schaut ihn euch an, Leute. Ich muss ihn gleich mal verspeisen einfach. Guck mal, was er hier für ein Tattoo hat, Digga. Alles mit Gold. Ein Herz, ein Stern. Eine schicke Frise hat er noch auf dem Kopf. Eine goldene Flosse hinten. Leute, lasst dafür auf jeden Fall ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, Alter. Ich habe den so lange gesucht in etlichen Streams und hier ist er, Digga. Da seht ihr ihn. Face to face, Digga. Er redet quasi gerade mit euch. Leute, ja, hallo, ich bin der Midas. Bitte lasst alle ein Abo da. Und den Creator-Code French eintragen. Bitte. Guck mal, Digga, das hat der sogar gesagt, Digga, wenn es Midas sagt. Der hat ein Auge größer wie das andere, Digga. Guck mal, das rechte Auge, das quillst du schon richtig raus, Alter. Der hat nur gewartet, bis man ihn holt. Ich muss ihn jetzt einfach in das Inventar packen, Leute. Und mal genau analysieren, was es hier für ein Typ ist. Midas-Zappler. Iss mich, ich gebe dir Kondition. Ja, klar, Digga. Der macht doch ganze Inventargold, Alter. Als wenn er mir jetzt nur Kondition gibt, das kann ich nicht glauben. Da. Ich bin der Einzige, der ihn hat, Leute, von meinen ganzen Freunden. 39,4 cm ist dieser Midas. Der kann bis zu, sagen wir mal, 70, 80 werden, denke ich mal. Also 65 ist hier noch normale Größe. Was ein Gefühl. Ich habe alle Fische jetzt. Endlich ist meine Sammlung komplettiert. Der Midas hier in der Hand, Alter. Der wartet schon, bis er gegessen wird. Ich hole mir jetzt noch ein paar Waffen, dann werden wir den essen und schauen, was passiert, Alter. Wenn ihr mir echt nur Kondition gibt, Alter, dann scheiße ich das ganze Fortnite hier zusammen, Digga. Da ist er im Inventar, Leute. Guckt ihn euch an, Digga, wie schön. Ist. Ich habe mir meine Waffen vor dem Konsum von Midas jetzt rausgesucht. Wir halten ihn schon in der Hand, Leute. Auf Authority drauf, wo er immer gewohnt hat. Wirklich in Gedenken an ihn esse ich den Bruder jetzt hier. Midas, irgendwelche letzten Worte, bevor ich dich esse? Like Video. Ja, okay, Midas. Ist schon gut. Ich werde dich jetzt essen, ja? 3, 2, 1. Oh! Digga, was mit meiner Pistole, meiner Maschinenpistole? Das ist ja Abzocke, Digga. Aber auf einmal habe ich einfach zwei goldenes Gas im Inventar. Und eine aufladbare Strohflinte in Gold, Digga, die ja so krank selten ist. Aber die findet man im Game wirklich richtig krank selten. Und einfach zwei goldenes Gas. Aber wieso sind meine Pistole hier und meine Maschinenpistole nicht mitgekommen? Also auf jeden Fall hat sich der Midas selbst in eine goldene Scar verwandelt. Mal schauen, ob die irgendwie anders aussieht oder keine Ahnung. Ich droppe die mal alle. Nee, ist einfach eine goldene Scar. Aber ganzes Inventar stimmt dann ja auch nicht so ganz, dass man wirklich alle in Gold bekommt. Leute, ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Ich habe ewig lang geangelt. Wirklich. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und Creator Code Crunch würde ich mich ganz riesig freuen. Bis zum nächsten Mal. Vergesst das Abo nicht. Euer Crunch Royal.